Ja, meine Damen und Herren, ich möchte Sie recht herzlich begrüßen zu unserer Geburtstagsfeier. Sie haben eine Einladung bekommen zum 30-jährigen Jubiläum des Suwarow-Museums mit Eröffnung der erweiterten Ausstellung. Als wir vor einer Woche, mein Sohn und ich, hier immer noch am Arbeiten waren, waren wir eigentlich felsenfest überzeugt, dass wir 70 Vitrinen heute präsentieren können. Und Sie haben gesehen, ein kleiner Teil haben wir fertiggebracht. Gestern Abend oder Mittag sagt mein Sohn zu mir, ich mache die ganze Nacht hindurch und dann haben wir am Sonntag die 70 Vitrinen trotzdem. Aber wir haben das alles gegeben. Jetzt möchte ich unsere Ehrengäste begrüßen. Das ist Vertreter von Kanton Glarus, Regierungsrat Andrea Wettiga. Dann unser Gemeindepräsident Matthias Vögeli vom Gemeinde Glarus Süd. Dann haben wir den Vertreter der russischen Botschaft, der Herr Vassiltschikow. Und unsere Ehrengäste aus Russland, Herr Vassili Vereshchak. Und Sergei Minajew aus Moskau. Begrüßen möchte ich auch unsere Vermieter, Herr Hans-Peter Keller und Herr Jan Nikoler. Dann die Vertreter der Medien, meine Eltern, meine Familie, unsere Gönner dieses Museums, die Freunde aus der Schweiz und aus Russland, meine Sondergängerkollegen, die mit mir auch zusammen Kanonenkugeln gesucht haben und auch die Mitarbeiter der Spinnerei Lintal, die mir, wenn ich ein Problem habe, auch immer schnell geholfen haben. Jetzt vor 30 Jahren haben wir ein kleines Museum eröffnet gehabt. Ich habe nicht mal eine Eröffnungsfeier gemacht, nur ein kleines Inserat in der Zeitung. Suwarow Museum ist eröffnet und das hat tatsächlich zwei, drei Leute gehabt, aus dem Kanton Glarus gekommen sind. Dieses Museum war aber vorher noch 7 Jahre lang schwanger, weil begonnen habe ich im Jahr 1979 mit der Suche nach Kanonenkugeln und Gegenständen, die Suwarow-Armee verloren hat. Und das Ziel war eigentlich von Anfang Beginn weg, ein Museum zu machen. Also was Sie hier sehen, ist nicht etwa eine Privatsammlung, wo irgendwann mal einer gedacht hat, ja, schöne Sammlung, ich mache jetzt da ein Museum draus, sondern das Ziel war von Anbeginn ein Museum zu machen. Und wie das so ist, wenn man eine Idee hat, da gibt es immer wieder Leute, die sagen, ja, das bringt sowieso nichts, das hat keinen Sinn und das geht nicht. Ich bin nämlich ganz am Anfang ins Landesarchiv gegangen in Glarus und habe dort dem Mitarbeiter gesagt, ich möchte Kanonenkugeln suchen und brauche jetzt sämtliche Bücher über das. Und da habe ich dann schön alle Bücher bekommen und der hat mich dann aber ausgelacht und hat gesagt, ja, da könnte ich lange suchen, finden würde ich sowieso nichts und ein Museum, das hätten dann schon ganz andere Leute machen wollen. Und wenn Sie mir so irgendetwas sagen, das ist für mich natürlich der Ehrgeiz da, um dem das zu beweisen, dass das möglich ist. Der Mann lebt jetzt aber nicht mehr, weil sonst hätte ich ihn heute eingeladen. Jetzt ist es so, was wir hier eigentlich sehen, ist eigentlich der Plan B. Und zwar der Plan A war eigentlich mal das Suwarow-Haus in Rieden, wo zu unserem Museum gehört, dass wir dieses Haus renovieren. Und wir haben dann versucht, in Russland Sponsoren zu finden. Es hat ein Gutachten ist gemacht worden und da hat es dann geheißen, dem Gutachten, ja, das Museum hätte Potenzial, das würde etwas bringen, aber im kleinen Suwarow-Haus in Rieden zu klein und für das für ein Museum mit internationaler Ausstrahlung ist ein kleines Häuschen in Rieden oben völlig am falschen Ort. Man braucht ein Haus, wo man Konferenzen abhalten kann und große Anlässe durchführen kann. Und darum haben wir gesagt, als wir noch in Schwandern waren, wir bauen das ein bisschen aus. Da ist der Boris Poljakow aus Kiew gekommen, hat uns einen Beitrag gegeben, damit wir Vitrinen bauen konnten. Und die Gemeinde Glarus Süd hat uns auch einen Beitrag für diese Vitrinen gegeben. Und wir haben gedacht, wir bauen jetzt da um.
Und dann war die Kündigung, alle Mieter der Fabrik mussten raus. Und eigentlich innerhalb von 2 Tagen haben wir hier diese Räumlichkeiten gefunden. Sie haben sicher irgendwie in unserem Internetblog ein bisschen gelesen, welche Probleme wir mit dem Museum haben, wegen unserer Kanonenkugeln. Hier möchte ich aber sagen, dass die Probleme nicht mit dem Kanton Glarus eigentlich an sich sind, sondern mit dem Departement Bildung und Kultur und der Kulturkommission. Diese Probleme, die wir hatten, hatten eine Bauverzögerung gegeben. Wir haben gedacht, dieses Museum hätte eigentlich schon vor 3 Jahren fertig sein sollen. Und da ist das russische Fernsehen gekommen und hat einen Beitrag darüber gebracht. Und dann hat Herr Vereshchag aus Moskau hat diesen Beitrag gesehen, hat seinen Freund hier nach Lintal geschickt. Der hat sofort gleich telefoniert und hat gesagt, man möchte uns unterstützen. Und dann sind 3.000 Franken gekommen und wir haben uns riesig gefreut und haben gesagt, das ist super, eine große Spende. Und zu unserer Überraschung, 3 Monate später sind wieder 3.000 Franken gekommen und eigentlich bis heute ist immer, alle 3 Monate bekommen wir 3.000 Franken und Sie können sich ja ausrechnen, das sind etwa um die 50.000 Franken, die wir bis jetzt bekommen haben, also absolut großzügig. Und das hat uns ein bisschen natürlich geholfen. Und jetzt ist natürlich so, diese Probleme, die wir hatten, oder eigentlich immer noch haben, haben natürlich dazu geführt, dass man hier keine Miete mehr zahlen kann. Also wenn Sie natürlich in der Schweiz 2 Monate lang die Miete nicht mehr zahlen, dann ist es so, dann sind Sie draußen, also bekommen die Kündigung. Und wir haben große Unterstützung von unseren Vermietern, Herr Hans-Peter Keller und Herr Jan Nickler, die uns die Miete stunden. Und wir müssen sagen, wir haben heute eigentlich schon 3 Jahre Mietrückstand. Wir haben jetzt die Möglichkeit immer, dass wir etwa alle Woche 100 Franken schicken können, aber wir hoffen natürlich, dass wir das eigentlich jetzt dann nächstens mal lösen können mit diesem Museum. Jetzt, wir haben natürlich auch dank Ihnen weitermachen können, also viele von Ihnen, die hier sitzen, haben einen Beitrag an das Museum geleistet und es war dann manchmal so, dass ich irgendjemand angerufen habe und gesagt, ich brauche dringend einen Kübel Farbe, hast du mir 100 oder 200 Franken und dann haben wir das dann bekommen. Und wir haben ja eigentlich geplant gehabt, hier das Museum größer zu machen auf den heutigen Tag. Wir haben alles versucht und das Problem ist einfach diese einfachen Holzkisten, die wir hier gebaut haben. Also Sie denken, ja, das ist eine Kartoffelkiste, das müsste ja nicht so schwierig sein zu bauen. Aber es ist außerordentlich zeitaufwendig. Und vor etwa 1,5 Wochen haben wir ein weiteres Problem gesehen. Wir haben noch keine Gläser, Glasscheiben für diese Vitrinen. Und dann habe ich im Internet einen Aufruf gemacht und da hat es etwa ganze 300 Franken gegeben. Mein Sohn hat mir dann überraschenderweise auch 2.000 Franken gegeben. Und Gläser haben wir natürlich noch keine gehabt. Und da habe ich mir gedacht, die einzige Möglichkeit, ich frage den Herrn Vereshchag noch in Moskau. Und Sie können sich vorstellen, ich mache das nicht gerne, ausgerechnet derjenigen zu fragen, wo sonst schon am meisten hilft, noch mehr um Hilfe zu bitten. Und ich muss sagen, 3 Tage später haben wir das Geld, 8.000 Franken, auf dem Konto gehabt. Ich bin eine Stunde später schon zur Glasfirma gegangen und haben die Gläser gekauft. Und weil wir natürlich gleich bar sofort bezahlt haben, haben wir natürlich bessere Konditionen bekommen. Jetzt diejenigen, die vor 2012 schon hier waren, wo wir die Eröffnung hatten vom Museum, die haben gesehen, dass da erst dieser Teil renoviert ist und der andere war da noch nicht. Und jetzt kommen sie rein und sehen das und sagen, ja, schön geworden. Und draußen haben sie vielleicht gesehen, dass ein Projekt vom Umbau dieses Gebäudes ist. Und jetzt sagen sie natürlich, ist denn der Gähler komplett verrückt geworden, er renoviert hier einen Raum, macht ein Museum, eigentlich weiß er, in 3 Jahren wird dieses Gebäude hier umgebaut. Und es ist so, unser Ziel ist eigentlich, dass wir einen russischen Sponsor finden oder mehrere oder irgendjemand, der sagt, wir werden dieses Museum so weit unterstützen, damit wir die Mietkosten und für die Gebäulichkeiten nicht auch selber noch nachrennen müssen. Und um jemanden zu finden, der Ihnen das zahlt, müssen Sie etwas präsentieren können. Und normalerweise wird ein Museum so gemacht, da macht man einen Plan und ein paar Foto, Computerbilder und dann so will man Geld suchen. Und die Idee bei uns ist so, Sie sollen hier reinkommen und sagen, was Sie hier sehen, kann man an einem anderen Ort genauso wieder aufbauen. Also man kann alle Vitrinen mitnehmen, man kann die Wände mitnehmen. Das Einzige, was Sie hier lassen müssen, ist die Farbe an der Wand.
Aber der Herr Keller hat mir gesagt, wenn wir diese ganzen Probleme mit unserem Museum hier in den Griff kriegen und dass das funktioniert, dann ist auch im Lindpark, wenn das umgebaut wird, sind also wieder neue Räumlichkeiten für uns vorhanden. Und das freut uns natürlich sehr und ist ein großer Ansporn für uns, damit wir hier weitermachen können. Dann möchte ich Ihnen noch meinen Sohn vorstellen. Er hat mir eigentlich hier geholfen. Er hat die letzte Teil der Decke hat er gestrichen. Er hat alle Stellwände, die wir hier haben, hat er alle angemalt. Und die mussten ja beidseitig zweimal gestrichen werden und vorher grundiert. Und Sie können sich vorstellen, das sind eine riesen Quadratmetermenge. Und er hat auch gesagt, also malen, nie mehr. Also Sie können nicht verstehen, dass es Leute gibt, die das als Beruf machen. Und das war natürlich eine große Hilfe, die wir von ihm bekommen haben. Also, und ich muss auch sagen, er ist mein Stellvertreter und wenn mir etwas passieren sollte, ich nicht mehr fähig wäre, dieses Museum hier zu führen. Er könnte es weiterführen, aber er kann natürlich nicht selber das Geld auftreiben, um das hier zu machen. Jetzt möchte ich Herrn Wassili Wereschak nach vorne bitten. Ich habe zwei Geschenke für ihn. Er spricht noch gerade. Es ist so, in Russland gibt es ja die Tradition, dass man Medaillen bekommt. Und ich habe schon einige Medaillen bekommen, aber meistens ist das überhaupt nicht drauf, weil die natürlich militärisch irgendwas etwas Spezielles sind, dafür bekommen sie die natürlich nicht. Und wir in der Schweiz haben natürlich auch Suwarow-Medaillen. Und das ist die aus dem Kanton Graubünden, die Suwarow-Medaille aus dem Jahr zum Suwarow-Schießen 1986, also dieses Jahr, wo das Suwarow-Museum gegründet wurde. Und ich möchte ihm diese als erstes Geschenk überreichen, es kommt dann noch ein zweites. Und dann habe ich noch ein weiteres Geschenk für ihn. Und zwar habe ich einen Sondergänger-Kollegen, der hat mir gesagt, er hätte eine russische Ikone gefunden. Und er hat die mir dann gezeigt. Und ich habe ihm gesagt, eigentlich müsste diese Ikone zurück nach Russland, weil die eben ein russischer Soldat mal verloren hat. Und auch diese Ikone möchte ich Ihnen, Herr Wereschak, als Geschenk überreichen. Herr Wereschak, was wichtig ist, Sie dürfen diese Ikone nicht reinigen. Sie müssen die so lassen, wie die ist, weil das ist ein Bodenfund. Und wenn Sie diese reinigen, dann ist sie nichts mehr wert. Ich sage Herr Wereschak wird jetzt auch zu uns ein paar Worte sprechen. Das слово дали. Уважаемый господин Геллер и уважаемые господа. Sehr geehrter Herr Geller, sehr geehrte Damen und Herren. Россияне много лет знают о прекрасном климате и природе Швейцарии, гостеприимном швейцарском народе. So die russische Leute kennen mehrere Jahre über die schöne Schweiz und da Also die russischen Leute kennen schon mehrere Jahre in der Schweiz und die gastgeberischen Leute und ну вот уже 30 лет музей, созданный и поддержанный господином Геллером, притягивает русских людей, кто поклоняется славе Суворова. Seit 30 Jahren die Museen, die von Herr Geller in Schweiz geschafft ist, zieht die russische Leute, die verehren die Ehre von Generalismus vor. Я имею честь и почетное поручение вручить господину Геллеру благодарственные грамоты от Союза ветеранов инвалидов вооруженных сил России. Ich habe den Auftrag, Herr Geller, die Urkunde und zwar die Dankschreiben und von russischen Organisation der Veteranen боевое братство zu übergeben und von
Und eine Urkunde dann schreiben von Invaliden und Veteranen der Militärstrukturen. И от международной ассоциации ветеранов подразделения Николая. Und auch ein Dankschreiben von Assoziation der Veteranen von Spezialeinheit Alpha. В этих благодарственных грамотах высказаны слова искренней признательности господину Гелеру за его деятельность по созданию и поддержанию этого прекрасного музея. Also hier in diesen Urkunden sehr großen Dank für Sie, Herr Geller, für Ihre großzügige Tätigkeit. Ну и преподнести такие памятные подарки, теперь они будут экспонатами этого музея. Und noch einige Geschenke für das Museum. So, nun werden, können wir zur Auflockerung ein weiteres Musikstück spielen. Es sind Schüler von der Musikschule in Glarus. Es ist Zoe Waldvogel und Fabian Fessler, die uns hier begleiten durch den Nachmittag. Besonders, dass ein Vertreter der Glarner Regierung hier ist. Es ist übrigens auch eine Premiere, dass an einer Eröffnung dieses Museums ein Regierungsrat anwesend ist. Herr Bettiger ist allerdings in Schwanden schon mal bei uns im Museum gewesen. Er hat es also schon einmal vorher gesehen. Besten Dank, Herr Geller, für die netten einführenden Worte. Geschätzter Herr Gemeindepräsident, geschätzte Gäste aus Russland, geschätzte Damen und Herren, Suvorov, der General Suvorov mit seiner Armee hat einen riesigen, enormen Aufwand betrieben, hat die Alpen überquert, hat gegen die Franzosen gekämpft, die unser Land innehalten, die Helvetik, und ist maßgeblich auch dafür verantwortlich, dass sie die Schweiz, wie wir sie heute kennen, dass wir die so bekommen haben. Darum finde ich es schön, dass so viele Gäste am heutigen Tag erschienen sind und auch diesem Umstand gedenken, aber auch Danke sagen und Respekt Herrn Geller und seinen Mitverantwortlichen, auch dem Junior, der so viele Decken zu streichen hatte. Ein ganz herzliches Dankeschön für das Engagement, für das große Herzblut. 30, ja, ich habe jetzt gehört, 37 Jahre sogar weiter so. Und ich bin sicher, dass wir da eine vernünftige Lösung auch mit dem Kanton finden werden. Das ist nicht der Kanton per se, das haben Sie gesagt, das sind einzelne Köpfe. Und da bin ich sicher und da werde ich mich auch da einbringen, wenn es nötig ist, dass wir da eine vernünftige Lösung finden. Jetzt freue ich mich auf schönes Fest mit Ihnen. Angeregte Diskussionen und dann freue ich mich auf das 60-Jahre-Jubiläum. Besten Dank. Und nun wird Herr Gemeindepräsident Matthias Vögeli auch noch ein paar Worte zu sprechen. Sehr geehrter Herr Geller, Herr geehrter Regierungsrat, geschätzte Gäste aus Russland, sehr verehrte Damen und Herren. Das Museum hier in Lintal ist eigentlich nicht auf dem Weg vom Feldzug von General Suvorov. Und wenn das französische Heer mit General Massena nicht den Weg
Richtung Zürich versperrt hätte, dann wäre Glanus Süd gar nicht betroffen gewesen. Aber jetzt ist es betroffen, und zwar primär über das Senftal, wo General Suvorov den Umweg suchte und dann sich via den Panixerpass, was wir alle kennen, und nach ins Bündnerland, in das Liechtenstein und dann in Österreich sich absetzte. 217 Jahre nach diesem Feldzug ist dieser Feldzug immer noch präsent. Herr Geiler hat einen beschwerlichen Weg gegangen mit seinem Museum, mit seiner Idee. Ich habe einmal in Sent einen Spruch gelesen an einem Haus. Dort stand: Der Weg ist steil, haltet inne, denn Eile allein macht nicht glücklich. Und ich glaube, an das hat er sich gehalten. Es hat es immer schrittweise, hat er diese Sache vorangetrieben. Es war auch immer eine Frage des Standorts. Eigentlich ist Lintal nie ein Weg gewesen von Suvorov. Man kann es aber sagen, das könnte auch ein Rückzugsort gewesen sein oder allenfalls ein Hinterhalt, den er allenfalls gesucht hätte, wenn es anders gekommen wäre. So ist das Museum jetzt in Lintal. Glücklicherweise dank dem Entgegenkommen der Inhaber der Spinnerei. Es ist sehr große Arbeit geleistet worden in den letzten 30 Jahren und ich gehe davon aus, dass, wie der Regierungsrat schon gesagt hat, wahrscheinlich noch nicht der letzte beschwerliche Weg gegangen ist. Es wird noch weitere Steine brauchen, die man aus dem Weg räumen muss. Aber das sind wir uns gewohnt in einem Gebirgstal, dass wir uns zwischendurch mit Steinen aus dem Wegrahmen beschäftigen müssen. Ich möchte Ihnen, Herr Geiler, und Ihrer Crew recht herzlich danken und gratulieren für das 30-jährige Jubiläum und weiterhin viel Kraft und alles Gute wünschen. In diesem Sinn allen noch einen schönen Nachmittag. Jetzt ein Geburtstagskind bekommt auch viele Geschenke und wir haben ein spezielles Geschenk. Herr Kugel, kommen Sie bitte nach vorne. Geschätzte Gäste, lieber Walter, lieber Samuel. Vor über einem Jahr habe ich begonnen, Russisch zu lernen, weil mich Russland fasziniert, auch die Geschichte mit Suvorov. Was auch sehr wichtig ist, oder mich sehr fasziniert, ist die kyrillische Sprache, respektive die Schrift. Und man möchte ja auch lesen, was dort steht, wenn man etwas sieht. Ich hatte dann die Ehre, mit meiner Russischklasse hier das Glarnerland zu besuchen. Also ich wohne in Glarnerland, ich arbeite bei der Schweizer Armee auf dem Schießplatz Wichlen, aber ich durfte dann meiner Russischklasse das Glarnerland etwas näher bringen, mit dem Programmpunkt das Suvorov-Museum natürlich, und im Gespräch mit Herrn Geiler kamen wir darauf, dass er einen so einen kleinen Suvorov-Panzer hat für die Vitrine. Und da ich ein Modellbauer bin, habe ich ihm dann versprochen, ich werde ihm ein größeres machen, das man dann auch sieht in der großen Vitrine. Und hiermit möchte ich dieses Versprechen einlösen und danke nochmals für den tollen Tag, den wir hier zusammen mit meiner Klasse erleben. Danke. Mein Sohn möchte auch noch schnell etwas sagen. Guten Tag miteinander. Ich möchte mich schnell bedanken bei meinen Kollegen, die mir Ich will mich schnell bedanken bei meinen Kollegen hier. Das ist der Stefan Hubert Eberli, der uns den letzten Tag noch geholfen hat.
und Patrick Mechler, der ist heute nicht da, Max Planer, der auch noch in der letzten Sekunde viel geholfen hat, dass wir noch fertig bauen konnten, Menten Scirocco und Dennis Zylinder.